Au, au, ja? Au, au. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ihr Bau das? Nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Okay. Sagt an. Dort sieht ein bisschen arg angeschlagen aus. Sängerin macht. Gebt mir Kraft. Ja? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Olos sah. Dann schnappen wir uns mal eine große Heilung für Dorn. Worum geht es diesmal? Heilen uns doch mal selber mit unserer eigenen Heilung. Wie bedauerlich, dass euer Leben nur so kurz war. Vita, Mortis, ja? So, dann wieder Pfeile. Pfeile und Geld und Räuberhaben. Räuberskalpe. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Okay, wenn Nera vorgeht, ist das keine gute Idee. Die Räuber ballern sie über den Haufen. Genau diese Räuber da. Ich brauche sicher, wie ihr wünscht. Was ist es diesmal? Das ist nur ein einziger diesmal? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Na, der hatte kein schönes Leben, da ganz alleine. Wie ihr wünscht. So. Oh, wir sind bald am oberen Kartenrand. Okay. Oh, das einzige kleine Stück Straße. Ja. Jetzt könnten wir zur Farm und zum Räuberlager reisen. Wie ihr wünscht. Habe ich allerdings doch nicht vor. Ich bin von edler Abstammung. Worum geht es diesmal? Ich will mich ab und den darum kümmern. Okay, jetzt müssen wir dann demnächst mal rasten. Ja? Können wir also ruhig ein paar. Aha. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Zauber verballern. Das Licht! Es brennt! Mann, sind das viele Pfeile. Worum geht, wie ihr wünscht? So, wir sollten ein paar Meter gehen, dass wir nicht neben den Leichen kampieren. Hi, Ted. Char ist eine Göttin der Überzeugung und Entschlossenheit. Die meisten sehen wieder gut aus. Ja, wie ihr wünscht. Hey Ted, was machst du denn ganz alleine hier? Dach auch. Hey Stadtbewohner, wieso um Latanas Willen geht ihr so weit von zu Hause weg? Wir sind Abenteurer. Warum erzählt ihr uns nicht zuerst etwas über euch selbst? Wir sind eine Horde wilder Irrer. Wir sind Bauern. Wir sind Abenteurer. Ist das wahr? Ich hatte mal einen Onkel, der irgendwie selbst dachte, er wäre sowas wie ein Held. Er hatte ein Schwert, ein Schild, hat alles, was man so braucht, aber der ist dann umgekommen. Er wollte mit seinen Kumpanen irgend so eine Bestie töten und dabei muss was richtig schiefgelaufen sein. Die Bestie hat wahrscheinlich gewusst, dass mein Onkel und seine Freunde unterwegs waren
und hat ihn in eine Falle gestellt. Wie auch immer, jedenfalls, er und seine Kumpel stapfen da durch die Wildnis und suchen nach dem Vieh. Und plötzlich, zack, boom, springt die Bestie aus ihrem Versteck und reißt ihnen Arme und Beine aus. Mein Papst hat sich dann auf die Suche gemacht und von seinem Bruder nichts weiter als einen großen Haufen verrottetes Fleisch gefunden. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ihr habt nicht zufällig noch einen Ratschlag für uns, einen Abenteuerratschlag sozusagen. Wir müssen leider gehen, wiedersehen. Nehmen wir das erste. Aber ich habe eine Menge Ratschläge für Abenteuer. Wenn ihr reich werden wollt, solltet ihr vielleicht am besten zu den Ruinen der Feuerwandbrücke gehen. Und wenn ihr etwas losmachen wollt, könntet ihr doch den Räubern an der Küstenstraße etwas von dem Ärger zurückgeben, den sie dort ausgeteilt haben. Tagebucheintrag Feuerweinbrücke. Die Feuerweinruinen. Ein Jäger, dem wir begegneten, schlug vor, wir sollten bei den Ruinen der Feuerweinbrücke nach Abenteuern Ausschau halten. Ja, Feuerweinbrücke kommt vor dem Mantelwald. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr zuerst verlieren wollt. Eure Schwerter oder eure Köpfe. Diese Entscheidung wird entweder eure klügste sein oder eure letzte. Ihr werdet uns nicht lebend bekommen. Wir wollen euch nicht bekämpfen. Im Gegenteil, wir möchten uns euch anschließen. Wir wollen keine Schwierigkeiten. Nehmt, was ihr wollt und lasst uns in Frieden. Nehmen wir das erste. Wir wollt Narren. Von heute an sind eure Kinder Waisen. Wir haben keine Kinder. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Der hatte einen Kriegshammer dabei. Dann sind halt noch ein paar Räuberskalpe. Skalp. Schön viele Skalps. Oh Mann. Sehr viele Skalps. Kriegshammer plus 1, aber ich glaube. Ne, den können wir verkaufen. Wie ihr braucht, nur zu fragen. Also ja, wir gehen jetzt nach unten, gehen hier rum und gehen nach oben aus der Karte raus. Die Räuber waren ernüchternd einfach im Vergleich zu den schwarzen Krallen. So, das heißt, wir sind alles abgegangen, was wir abgehen konnten. Hier drüben können wir nämlich gar nicht weiter. Hier ist sozusagen das Ende der Welt. So, dann auf nach Lastwood. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Das bleibt zurück und geht an. Verschont keinen. Mit Vergnügen. So, was hat das gebracht? Ein paar Klunker. Ein bisschen Geld. Oh, Behälter ist voll. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, willkommen in Lastwood.
Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah ja, Eichhörnchen. Gut, hier geht's nicht weiter. Ich gehe, wohin ihr wollt, wenn ihr mich von diesem verfluchten Sonnenlicht fernhaltet. Ja, wie ihr wollt. Tja, da hätte sich Vikonia lieber einen anderen Ort aussuchen sollen, als die Oberfläche, um herumzulaufen. Ja, und hier gibt's Horden von Schwarzbär, dem Peltrail. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal von links nach rechts. Tasten wir uns langsam nach unten. Noch mehr Räuber. Tevin, Waffen fallen lassen und ich werde euch verschonen. Ich sag's nicht zweimal. Ihr Räuber-Schwächlinge könnt uns nicht einschüchtern. Ich muss mal wohl gehörig den Arsch versohlen. Wir werden euch nicht bekämpfen. Im Gegenteil, wir möchten uns euch anschließen. Wir wollen keine Schwierigkeiten. Nehmt, was ihr wollt. Räuber-Schwächlinge. Greift sie euch, Leute. Sie wollen unbedingt sterben. Ich habe heute eine weitere Gruppe Räuber ausgelöscht, die die Schwertbünde unsicher machten. Von ihnen waren keine nützlichen Informationen zu erfahren. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Nee. Wir sind wirklich Schwächlinge. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Haben aber gute Räuberskalpe dabei. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Hier können wir übrigens zwischen den Bäumen durch. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, Bären. Ganz brave Bären. Das wird kein schneller Tod. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ja, ein paar harmlose Räuber. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Ich wollte gerade fragen, ist das alles? Aber irgendwie war ich schon auf Seite 2. Ja, wie ihr wünscht. Oh ja, hier war Stonehenge. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Ja, ganz nah. Ihr kehrt zu dem Blutbad zurück, für das ihr verantwortlich wart. Euer Blut für den Boden trinken, bevor ich euch einfach durch erlaube zu gehen. Ich werde den Tod meiner Brüder rächen. Wovon redet ihr? Wir haben niemanden getötet. Ich glaube, ihr seid etwas verwirrt. Vielleicht solltet ihr euch beruhigen, damit wir herausfinden können, wer tatsächlich eure Brüder getötet hat. Bildet ihr euch eigentlich ein, dass ich eure Ausreden glaube? Ich weiß genau, was ihr alle seid.
Mögt ihr und eure treulosen Gefährten von Zorn des Maler zerstört werden. Wie kann ich helfen?